Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und habe bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Hi. Hi, ich bin Lena. Willkommen im Lager der Buddler. Buddler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig. Aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also... Wegen des Attentats auf Esteban? Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich? Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Kannst du mir was über das Goldschürfen beibringen? Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frage ich ja. Sicher. Aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun... Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir 50 Goldstücke. Bring mir was übers Goldhacken bei. Gut. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen... Aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut, gebraucht ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg, verschwinde. Alles klar bei dir? Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Wie kann ich dir helfen? Der grüne Novize... Hilf dem Novizen. Thank you.
Hi. Was willst du? Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen. Aber das ist ungleich schwieriger. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ich will mit den Typen reden. So? Und was willst du von ihm? Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Damit will ich nichts zu tun haben. Hi. Was willst du? Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ich will mit den Typen reden. So? Und was willst du von ihm? Ich habe interessante Informationen für ihn. Du steckst doch nicht etwa mit dem Auftraggeber unter einer Decke, was? Auf keinen Fall. Gut. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Wo geht Ben? Sagt er die. Und du ver... Es gibt. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar. Ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den Letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Es gibt doch nur noch mehr. Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Verdammt, was ist los? Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Ein Kampf. Lass dir nichts gefallen!
Warum wächst du? Nein, sag nichts. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. An deiner Stelle würde ich laufen. Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Du suchst nach den Typen, die dahinter stecken, was? Aber ich weiß nichts darüber. Wie sollte ich auch? Zu der Zeit saß ich noch im Sumpf. Ich komme später wieder. Ich komme später wieder. Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Feuergeschnetzeltes? Knusprig zart gebratenes Fleisch vermengt mit eingelegtem Feuerkraut. Aber keine Sorge, die Zutaten dafür habe ich bereits. Okay, ich mach's. Alles klar, hier ist das Rezept. Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Also, weißt du etwas? Das habe ich nicht gesagt. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Goldstücke. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Was denkt Lena über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lena gar nicht. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Was ist mit Paul?
Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten observiert. Der Mann, den du suchst, wird glauben, du stehst auf seiner Seite. Aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Danke. Hey! Ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? Hey! Und? Wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich hab selbstgebrauten, Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Hey, du. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich hab kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Gib mir was zu trinken. Hey, was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf.
grün. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Ach, mein Kopf. Wer ich bin? Fortuno. Was ist los? So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. Einst gehörte ich zur Bruderschaft des Schläfers. Da war noch alles in Ordnung. Gut, wir waren alle verurteilte Verbrecher. Aber für uns Novizen war das Leben recht unbeschwert. Hey, ich war selbst im Minental gefangen. Erzähl mir was Neues. Ich erinnere mich an nichts. Dunkelheit liegt über meinem Verstand. Komm schon, konzentriere dich. Was ist passiert? Wann bist du wieder zu dir gekommen? Raven. Ich erinnere mich nur an Raven und dann an dunkle Räume. Was ist mit Raven? Was hat er mit dir gemacht? Tut mir leid. Mir ist, als ob mein Verstand gefangen wäre. Ich verstehe es selbst nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, deine Erinnerung wieder aufzufrischen. Ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Die Gurus verstanden sich auf verschiedene Arten der Geist- und Willensveränderung. Weißt du noch was darüber? Nein, ich befürchte, dieses Wissen ist mit den Gurus verschwunden. Verdammt. Nun, wenn es einen Weg gibt, deinen Geist zu befreien, werde ich ihn finden. Brauchst du mehr Sumpfkraut? Ja, unbedingt. Alles, was du an Sumpfkraut auftreiben kannst, werde ich dir abkaufen. Ich zahle dir sogar mehr dafür als Fisk. Ich habe Sumpfkraut für dich. Da musst du. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey! Das habe ich früher auch. Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Seine Entscheidung. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Hey! Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Warte mal. Weißt du, was Esteban mit dir macht, wenn er erfährt, dass du Huno deckst? Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nichts mit der Sache zu tun. Hey. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul? Nur weil du für den Boss arbeitest, kannst du noch lange nicht so mit mir umspringen. Ich kann. Mach keinen Scheiß. Paul? Alles, was ich weiß, ist, dass Huno nicht gut auf Esteban zu sprechen ist. Dauernd liegt er mir in den Ohren über diesen Esteban, dass er ihm sein Geschäft versaut und so. Ich habe nur zugehört und nie was gesagt. Ganz bestimmt, siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Sonst alles klar bei dir? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß.
wirklich? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk. Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager. Richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Taurus mich gefunden und mitgenommen hat. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay, ich nehme die Rüstung. Alles klar. Ja, nicht, dass das alles ist. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Das interessiert mich nicht. Zeig mal, was du hast. Ich hätte das nicht gemacht. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Ich habe so etwas keine Zeit. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich habe gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Weiter nichts. Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Hier kann man sowas nicht. Ich habe für so etwas keine Zeit. Du kennst die Regel. Meine Meinung kennst du. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das hätte doch besser wissen müssen. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Du willst rein? Dann besorg dir einen roten Stein und verschwende nicht meine Zeit. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Mit mir kann man sowas nicht. Ich habe hier eine Steintafel für dich. Du hast nicht den richtigen Stein. Nur die roten sind von Bedeutung. Ich brauche das nicht zu fragen. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch.
Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Glaubst du wirklich? Das war keine große Sache. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich, scheiße, ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Irgendwann muss das ja so kommen. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu! Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung, aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Verstehe. Gut. Dann hör auch auf damit. Sonst hört uns noch einer. Zeig mir deine Ware. Brauchst du das nicht zu fragen? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Was? Spiel keine Gut, jeder. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Ich hätte das nicht gemacht. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das liegt doch auf der Hand. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Alles in Ordnung. Hey, du! Ich hab da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich hab gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Was soll das werden, Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an.
Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Das liegt doch auf der Hand. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas.